Hey ho, herzlich willkommen. Hier ist es wieder Sonntag, NBA-Zeit auf Ortspedia. Letzten Sonntag gab es insgesamt drei Tipps, die waren relativ erfolgreich. Hier haben wir sie einmal: Sieg Grizzlies, Sieg Trailblazers. Beides ging locker durch und die Spurs Raptors haben genau mit 4 Punkten verloren. Dementsprechend Cashback macht für unsere YouTube-Tipps 4,79 Einheiten im Plus und einen Yield von 8,7%. Wobei letzten Sonntag natürlich eher der Helikopterabsturz von Kobe Bryant alles im Basketball dominiert hat und auch bei anderen Sportarten und Events große Trauerbekundungen. Zu Recht, denn der Typ hat Basketball schon sehr, sehr geprägt. Möchte nicht so viel dazu sagen, macht auch, glaube ich, keinen Sinn, interessiert jetzt nicht so viele. Ich habe ihn nie gemocht als Spieler, weil er bei den LA Lakers gespielt hat und ich immer gegen die Lakers war, beziehungsweise vor allem für Sacramento und Dallas. Aber das war ein Spieler, der eigentlich nicht polarisiert hat, denn der hat einen unglaublich geilen Basketball gespielt und auch sehr, sehr, sehr viel Einfluss auf die heutigen NBA-Spieler gehabt. Sehr schade und Never Forgotten ist ja so das Stichwort und ich glaube, das wird er auch nie. Kommen wir zu den heutigen Spielen. Sonntag geht's los, heute am Nachmittag. 4 Spiele nur, auch alle am frühen oder späten Nachmittag in den USA. Hintergrund ist natürlich, dass heute Nacht der Super Bowl ist, das Finale, und darauf ist alles abgestimmt, auch von den anderen Sportarten. Das erste Spiel ist heute die Detroit Pistons gegen die Denver Nuggets, Entschuldigung. Und die Quoten sind hier relativ hoch auf die Nuggets, und das finde ich sehr, sehr interessant, weil ich schon finde, dass die höherer Favorit sind. Wir sehen hier, sie haben diese Saison noch nicht gegeneinander gespielt. Detroit hat jetzt 5 Niederlagen hier in Folge. Auch in der Saison läuft es nicht so wirklich rund. Also kann man nicht sagen. Hier auf Platz 11, die Playoffs natürlich noch in Reichweite. Besser sieht es dagegen bei Denver aus. Die sind jetzt momentan Zweiter und haben sich da so ein bisschen eingegroovt auf den Plätzen 2 bis 4. Ich glaube, dass Denver das hier schon gewinnen wird, aus zweierlei Gründen. Erstens, sie haben nicht nur die besseren Spieler, sondern bei Detroit ist jetzt eigentlich der Umbruch nicht mehr zu leugnen. Vor der Saison haben sie, glaube ich, noch so ein bisschen gehofft, dass da was geht. Auch von dem Gerüst Drummond, Griffin, Rose, vielleicht sogar ein wiedererstarkter Joey Johnson. Oder nicht wiedererstarkt, aber noch einmal, der aus der Rente geholt wird. Hört sich gar nicht so verkehrt an. Aber letztendlich hat es nicht bisher funktioniert. Auch natürlich wegen Verletzungspech. Und jetzt ist Drummond schon seit 1, 2 Wochen auf dem Trade-Block, haben auch diverse Teams Interesse. Und auch Derrick Rose habe ich jetzt gelesen, ihr bestimmt auch, dass der abzugeben ist und man sucht einen jungen Spieler oder einen First-Round-Pick und oder beides zusammen für ihn im Gegenzug. Rose spielt eine gute Saison mit knapp 18, 19 Punkten, aber dementsprechend glaube ich, dass auch Detroit, ich weiß nicht, ob sie wirklich daheim dann Rose schonen werden, beziehungsweise nicht riskieren wollen, dass er sich verletzt. Aber wie dem auch sei, das Team glaubt jetzt nicht mehr daran, dass da irgendwie noch was zusammen geht, denke ich mir zumindest. Dementsprechend finde ich schon, dass das Asian Handicap auf die Denver Nuggets, Verletzungspech bei denen hin oder her, Value hat. Eine 1,9 für minus 2, das ist schon sehr gut, da braucht man auch nicht unbedingt auf den einfachen Sieg gehen. Mit 1,77 ist der aber auch schon gut genug prämiert. Rockets gegen Pelicans. Hier gibt es diverse Spieler, die es nicht ins All-Star-Break geschafft haben, trotz starker, starker Leistungen. Im Westen redet man da vor allem über Devin Booker. Einer, der es dafür geschafft hat, ist Russell Westbrook und der spielt sicherlich nicht verkehrt, aber ist halt dann doch nur die zweite Geige einer Mannschaft, die bisher enttäuscht hat. Die Rockets auf Platz 5, 30 Siege, 18 Niederlagen, haben immer mal wieder so Zwischenspurts, wo es ganz gut läuft und dann wieder durchschnittlich. Und New Orleans
die mit 20 Siegen, 29 Niederlagen definitiv noch ein Wörtchen mitreden werden. Seitdem Zion Williamson endlich fit ist, hat er auch jetzt wirklich gute Spiele zu guten Trefferpunkten, Quoten gemacht. Natürlich gibt es die Limit Restrictions, aber hier 3 Siege in Folge und ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt auch mal auswärts ein stärkerer Gegner geärgert werden könnte. Dementsprechend schauen wir uns einmal die Handicaps an. So. Eins, also bei ab 5, 6 Punkten finde ich schon, wird es interessant. Eine 196, 181, das sind so die Werte, die man sich wirklich überlegen könnte. Denn ich denke, auch wenn die Rockets, schauen wir uns das doch nochmal ganz kurz an, die letzten Spiele. Gewinnen konnten oder beziehungsweise gegen Dallas gewonnen haben, die allerdings ohne Doncic gegen Portland verloren, kann man aber machen, gegen Utah, die haben gerade eine katastrophale Woche hinter sich gewonnen und davor gegen Denver verloren, aber bei beiden Spielen Harden und oder Westbrook nicht dabei. New Orleans hat Memphis abgeschossen, gegen Cleveland nicht unerwartet hoch gewonnen und dann auch davor über 120 Punkte gegen Boston gemacht und gewonnen. Also ich glaube, das ist das einzige Grund, warum es hier nicht viele Punkte geben könnte, ist die Tip-Off-Zeit. Aber die Line ist natürlich auch hier schon wieder krank, ist ja Wahnsinn. Im Basketball werde das vor 2, 3 Jahren noch für möglich gehalten, ist die offizielle Line bei ungefähr 245 Punkte. Das ist total krank und naja, also mein Tipp ist hier eher auf die Pelicans. Mal schauen, ob wir das dann noch wetten. Die anderen beiden Spiele sind relativ langweilig von der Quotenverteilung. Wir haben Bucks gegen Suns, wo auf beiden Seiten so viele Spieler als Day-to-Day gelistet sind, dass es hier echt keinen Spaß macht, irgendetwas zu setzen. Wir schauen hier auch einfach mal die Standings an. Erstes Spiel der beiden. Die Bucks mittlerweile mit 6 Siegen Vorsprung, haben jetzt gerade gegen Denver verloren und die Kollegen aus Phoenix auch so viele, die gerade Day-to-Day sind, verletzt, noch mit ihrem Playoff-Shot. Also da ist der Zug noch nicht abgefahren. Vor allem wird es, glaube ich, bis zum Ende der Saison relativ knapp. Aber auch wenn ich nicht denke, dass hier Oklahoma das aufrechterhalten kann oder Memphis, müssen sie aufpassen. Portland und San Antonio sind schon so zwei Powerhouse. Die dürften nicht wegziehen. Und gerade Portland. Unglaublich. Loggt euch mal, falls ihr es nicht mitbekommen habt, kurz bei ESPN oder so ein. Oder wisst ihr was? Das machen wir schnell zusammen. Und da ist er auch schon. Dame Time, Damian Lillard. 29,8 Punkte im Schnitt. Dazu auch noch 8 Assists. Das ist bärenstark. Hier das letzte Spiel gegen Utah. 51 Punkte. Und hier schaut mal die letzten 5 Spiele. Gegen Utah, Lakers, Houston, Indiana, Dallas. Also 5 over 50% Teams, 5 Teams, die sichere Locks für die Playoffs sind. Hat er Quoten geschmissen um oder alle über 50% und sogar von Downtown bessere Quoten erreicht. Und bei ihm ist er Downtown oder besser gesagt der Dreierbereich nicht direkt an der Linie, sondern auch mal 2 Meter weiter hinten. Und er nimmt auch seine 10 Dreier pro Spiel. Aber hier schaut man. 51 Punkte, 48, 36, 50, 47. Dazu Double Digits Assists. Und wenn ich jetzt mal das Spiel gegen Houston ausklammer, nur immer ein Turnover. Also Dallas kann man mal machen, 5 Turnover, aber da gab es auch eine Niederlage. Also 4 wahnsinnig geile Siege gegen gute Teams und leider spielt er heute nicht, denn wer so heiß ist, den hätte ich ganz gerne auch mal live gesehen. Ja, die Suns also müssen aufpassen, dass der Playoff-Zug nicht bald abfährt. Sie haben auf jeden Fall ein paar Spieler, die auch nochmal zur Trade-Deadline gehen könnten, wenn die sagen, sie planen nicht langfristig mit denen. Also ich denke, so ein Dario Saric oder Aron Baynes, das sind beides gute Spieler. Und wenn man die nicht mittelfristig in Phoenix
sieht, dann sollte man vielleicht jetzt noch versuchen, dass man die abgibt an ein Team, das dir vielleicht einen Pick oder so gibt und noch um die Playoffs oder Meisterschaft eher mitspielt. Die Asian Handicaps machen hier keinen Sinn, drauf zu achten. Milwaukee ist übrigens das Team, was die höchsten Blowout-Siege hat. Also ist jetzt gar nicht so klassisch, dass die Top-Teams ihre Spiele immer mit 10, 15, 20 Punkten gewinnen. Aber Milwaukee hat die meisten 20 Punkte Differenzsiege. Das ist nicht verkehrt. Und hier ist die offizielle Line bei 12. Sorry, aber es macht keinen Sinn, darauf zu gehen, wenn man nicht weiß, ob Giannis dabei ist. Natürlich ist das Team tief genug, um auch Phoenix zu besiegen mit 13 oder mehr Punkten, wenn Giannis nicht fehlt. Allerdings ist auf der anderen Seite vielleicht Value drin, auf jetzt plus 12 Phoenix zu gehen, wenn die ganzen Day-to-Day-Spieler dort dann auch wirklich alle aufzocken. Aber vielleicht wollen die auch einfach nur vorglühen für den Super Bowl und tun deshalb so, als hätten sie Wehwehchen oder eine kleine Erkältung. Die Raptors kommen mal hier zum letzten Spiel schon gegen die Chicago Bulls. Die Bulls, was willst du da sagen, haben das erste Spiel gegen Toronto, nee, das zweite Spiel knapp verloren und das erste Spiel deutlich verloren, sind Neunter. Eigentlich hat man ja gesagt, das Team ist gut genug oder jung und wild genug, um diesmal eine positive Überraschung in der NBA darzulegen. Jetzt ist die Frage, Neunter ist nicht so verkehrt, der Record aber schon. Also ich bin eher enttäuscht von diesem Chicago-Team. Lavine spielt ganz geil, Markkanen ist jetzt aber auch verletzt, da kann keiner was dafür, aber trotzdem gibt es hier keinen Grund, warum die Raptors ärgern sollten. Und die haben gerade einfach mal 10 Siege in Spiele in Folge gewonnen und stehen damit auf einem hervorragenden zweiten Platz. Und es würde mich sehr, sehr wundern, wenn das so nicht heute Nacht weitergeht, dass man hier den dritten Sieg in Folge gegen Chicago in der Saison schafft, plus den 11. in der Saison. Schauen wir uns einmal auch hier die Asian Handicaps an. Sieht, ich komme hier mit dem Setup noch nicht hundertprozentig an dem Computer klar. Gerade hatten wir eine 12 bei Milwaukee. Hier sieht es doch schon deutlich attraktiver aus. Eine minus 9,5, minus 10, minus 11, das sind so die interessanten Quoten. Ich denke, dass hier mir die minus 9,5 am besten gefällt, weil nicht tippen bei diesem Spiel zu dieser Zeit. Kann man machen, ist aber auch keine Option, ne? Also, dann überlegen wir uns einmal die Tipps, schauen noch hier das Over-Under an. Ab 220 wird das interessant. Ja, aber die Bulls haben natürlich jetzt auch mit Markkanen jemanden, der für Punkte gut ist und auch das vielleicht in der Verteidigung. Also, dass die Raptors-Verteidigung sich mehr auf mehrere Spieler konzentrieren muss. Jetzt schauen wir mal, 118 Punkte, 106 Punkte, 110, 118. Abgesehen vom Spiel gegen die Kings eigentlich recht potent. Die Raptors haben gegen Pistons, Cleveland, Atlanta 3 Spiele jetzt in Folge gehabt gegen Under 500 Teams. Und spielen jetzt wieder gegen ein Under 500 Team. Also hier erwarten wir dann doch viele Punkte, oder? Ich gehe noch mal ganz kurz in mich und dann kommen die Tipps für den heutigen Sonntag. Alright, erstes Spiel: Detroit Pistons, Denver Nuggets. Hier ganz klar Sieg Nuggets. Die sind zwar handicapped, aber Detroit ist noch viel angeschlagener und ihre beiden Top-Spieler Drummond und Derrick Rose befinden sich in Trade-Gerüchten und jeder kennt ihre Stärken. Das heißt, sie müssen jetzt auch keinem mehr was beweisen, falls sie überhaupt spielen werden. Also, Nuggets minus 2 gibt eine 1-9, haben wir gesehen, und der reine Sieg ist aber auch schon attraktiv genug. Hennebeck beim Spiel der Rockets gegen Pelicans, meine Tendenz allerdings eher auf Asian Handicap plus auf die Pelicans. 5, 6 Punkte on top. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie gewinnen. Aber das Spiel ist mir zu gefährlich. Over-Under interessiert mich auch nicht, denn wenn das bei 245 Punkten liegt,
muss man fast under gehen, aber gibt genügend Spiele, die auch 270, 280 Punkte haben. Vor allem, wenn die euphorisiert sind und schon vorgeglüht haben für den Super Bowl, dann könnte es hier ein richtiges Punktefestival geben. Leider keine Tipps bei Milwaukee Bucks gegen die Phoenix Suns, einfach weil wir nicht wissen, wer spielt auf beiden Seiten. Auch kurzfristig kann man hier vielleicht auf Suns plus Handicap gehen. Denn wenn da die Spieler auflaufen und Giannis auf der anderen Seite nicht da ist, ist das plus 12, was man jetzt bekommt, schon sehr interessant. Toronto Raptors gegen die Chicago Bulls. Hier suchen wir uns zwei 1,7er-Quoten raus. Und zwar Raptors minus 9 für eine 1,72 und das Over 215 Punkte gibt auch eine 1,77. Und damit haben wir wieder drei Tipps für heute rausgehauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nächste Woche sieht es auch hinter mir wieder anders aus. Und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal.